So, und damit herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge Oxygen Not Included. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass es ein Kurz-Let's Play wird, sprich ein paar Folgen. Das ist jetzt die siebte. Ist so ziemlich ein Mittelding zwischen 5 und 10. Lässt sich also ganz gut einrichten. Und ich werde etwas weniger Zeit haben aufzunehmen in den nächsten Wochen. Und muss auch noch vorproduzieren für die Festivalwoche Anfang Juli und so weiter und so fort. Mehr Praktika, bla bla bla, weniger Zeit. Deshalb Anne und Stellaris gehen natürlich erstmal wie gewohnt weiter. Und dann werde ich mal schauen, was wir dann danach machen. Ja, da gibt es bestimmt mal wieder irgendwas anderes. Also, erstmal einen neuen Duplikanten. Oh, die haben sich nach dem Laden verändert. Ja, das ist ja doof. lieber Taloto. Danke. Ja, er hat geschrieben, wen wir nehmen sollten. Problem ist, das sind andere. Das sind andere. Das ist, wow, wunderbar. Toll. Ja. Yeah. Jetzt sind wir wieder am Anfangspunkt. Ich werbe eigentlich für Devon. Wir haben ein bisschen Medizin. Falls wir das mal brauchen, irgendwann, wenn wir das Let's Play mal fortführen. Oder wenn ich es alleine weiterspiele. er kann aber besser bauen. Sie kann gut kochen. Er, Nails, Entschuldigung, ist ein Mann. Kann gut kochen. Und Ruby. Kann besser graben. Jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Slow Learner, also kann lernen, nicht ausführen, macht nichts. Da haben wir jemanden. Oh, der kriegt 2 Skillpunkte am Morgen. Kriegt sie allerdings nachts wieder abgezogen, okay. Was haben wir hier nochmal? Iron Guard, also der kann alles essen, ohne krank zu werden und weniger Sauerstoffverbrauch. Ist da was? Ich nehme trotzdem mal Ruby. Graben. Gegen Medizin und Bauen. Es ist beides, also. Ja, Dann nehmen wir doch lieber Devon. Er kann halt sie. Ja. Also von Devon würde ich eigentlich sagen, es ist ein Mann, oder? Aber von den Augenbrauen her eher eine Frau. Von den Augenbrauen sage ich schon, von den Wimpern. Es ist eine Frau. Okay. Frau Devon. Willkommen im Team. Flup. Ich muss mir eben schauen. Oh, hier ist etwas vergraben. Dann müssen wir eben entfernen. Etwas begraben. So, dann wollen wir doch mal. Können wir erstmal die Jobs zuteilen. Die klauen unsere Jobs. Er kann also sehr gut bauen. Erstmal kommt Art weg. Kochen kommt weg. Research. Harvest. Da aber weiter mitmachen. Okay, und graben kann er halt gar nicht, oder sie. Eigentlich sind das ja die Augen. An den Augen kann man das ja eigentlich erkennen, ob Mann oder Frau, ne? An den Haaren nur bedingt, ja irgendwie. Die Wimpern sind halt bei den Frauen hier immer länger. Als bei den Männern. Egal. So, lassen wir das erstmal so. Jetzt kriegst du erstmal noch ein Bett. Kriegst du, ne? Gänse, kriegst du. Kennst du, kriegst du? Okay. Dann können wir das Bett eigentlich direkt hier nebenstellen. Da oben kommt Sand runtergeflogen. Und wir machen mal Priorität. So.
mit der Forschung aus. 1 von 20, aber ist ja auch doch nicht schon priorisiert. Aber erstmal muss das Bett hier hinten gebaut werden. Sonst haben wir noch heute Nacht ein Problem. Kann man hier nicht atmen? Oh, da hinten kann man gar nicht atmen. Was machen wir denn da? Da reicht der Sauerstoff nicht aus, der hier hinten produziert wird. Dann bauen wir mal den noch dahin. Und außerdem machen wir mal Folgendes. Wir werden hier mal eine Leiter runterbauen. Und hier unten, ich hoffe, hier ist nichts, was irgendwie durchsickern könnte. Wenn wir hier mal so einen kleinen Raum ausheben. In der Hoffnung, dass dann dort der ganze das ganze Kohlenstoffdioxid von hier hin geht. Hier haben wir Oxygen, ist allerdings verschmutzt, bringt uns also auch nichts. So. Naja, Sauerstoff kommt sofort. Das eine Terrarium verbraucht ja CO2. Und macht daraus normales, soweit ich das verstanden habe. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ja. Recycle. Food has decayed. Oh, das ist nicht so gut. Da ist Essen verdorben. Das ist natürlich unangenehm, aber eigentlich, naja. Einmal ein Essen kann man mal verderben. Ich meine, wir haben den Kühlschrank eben mehr oder weniger voll. Ja, von daher. So, dann priorisieren wir das hier mal auf die Nummer 7. So. Kriegst du uns auch Priorität 9, weil das ist natürlich immer höchste Priorität, irgendwo Algen nachzufüllen. Apropos Algen. 200 Kilo noch. Das ist nicht viel. Müssen wir die hier mal endgültig abbauen. So langsam wird es auch eng mit Algen, ne? So langsam wird es eng. Es kommt also die Zeit, wo wir noch mehr Elektrolyzer bauen müssen. Zum Beispiel einen nach hier unten hin. Ist nur die Frage, wohin genau. Wohin genau? Könnte man natürlich die Batterie und den einen Algen die Oxidizer abreißen, die andere Batterie hier oben zwischen. Ist eigentlich eine gute Idee, glaube ich. Erstmal abwarten, wenn wir hier den Raum fertig haben und Research complete. Das heißt, wir können jetzt auch eine große Batterie bauen. Nimmt halt doppelt so viel Platz weg. Ach was. Die verliert aber, glaube ich, weniger pro Zeit. Auf jeden Fall hat sie natürlich eine höhere Kapazität, logischerweise. Und war das nicht so, dass sie weniger... Egal. Weiter. Das hier muss halt gut abgebaut werden, sodass wir das neue auch noch an demselben Tag bauen können. Sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Ein riesengroßes Problem mit
Naja. CO2 und so weiter und so fort. Die Sache ist, schaut euch mal, was wir hier oben an Hydrogen haben. Der ganze Raum hier oben ist voller Hydrogen. Komplett. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Wir bauen hier die Leiter mal weiter hoch. So. Priorisieren auch diesen Abbau und bauen dann hier auch wieder gasdurchlässige Fliesen hin. Dann kann nämlich theoretisch alles noch höher. Dann kann das ganze Hydrogen nach hier oben hin fließen, hätte ich beinahe gesagt, abgeschwurbelt werden. Machen wir da mal so eine Treppe hin, das sieht ja stylisch aus. Schaut mal, wir bauen hier mal so Treppen an den Rand. Oh, das wird ja schön. Ist aber nicht gleichmäßig. Das darf dann natürlich nicht sein, es muss schon gleichmäßig sein. 1, 2, 3, 4. Zack. Wow. Was macht der Sauerstoff? Na, schaut mal an. Das sieht doch schon wieder schön aus hier in den Schlafräumen. Jetzt ist Nacht. Gut, dass ich nicht eben abgebaut habe, hier alles. Denn wir machen jetzt auch erst, dass wir das hier oben zu Ende machen. Es ist eh kein Strom mehr da. Das heißt, wir müssen eh dringend die größeren Batterien auch bauen. Und ganz dringend. Ist aber ja schon fast zu Ende. Naja, ne? Halbwegs. Den Kohlegenerator. Damit wir aus der Kohle, die wir haben, Strom erzeugen können, egal die ganze Nacht. Wir machen Strom die ganze Nacht, ja. Nein. So, deconstruct und hier kommt ein Electrolyzer hin. Bau ab, bau ab, bau ab. Perfekt. Ich mache mal eben langsam. Der muss jetzt natürlich noch mit Wasser versorgt werden. Das Ganze kriegen wir von hier. Nein, es ist das schlechte Wasser. Egal, nehmen wir hier so eine Bridge. Ja, ich wollte das Ding eigentlich drehen. Wie drehte man den nochmal? Scheiße. Ich muss mal eben nachgucken, wie man nochmal die Gegenstände drehen kann. Camera Home, Building Cancel. Building. Bin ich jetzt zu blind dafür? Paintbrush. Okay, so ist es. Ja, auf O. Dann zapfen wir halt von hier ein bisschen Wasser ab. Plug. Einmal da rein. Und das Ganze kriegt jetzt übrigens erstmal die Priorität 9. Bitte, danke, gern geschehen. Dazu gehörte nicht er, dazu gehörte auch nicht diese Tür. Und ja. So, außerdem gibt es dann eine große Batterie. Ich würde mal sagen, wir bauen die einfach auch mal nach hier oben, oder? Haben wir da oben unseren Batterie-Schacht, nenne ich es mal.
Die Alternative wäre halt, wir würden uns hier durch den Slime graben und den dann benutzen, um daraus wieder Algen zu machen. Aber ich denke mal, mit dem Electrolyzer geht das auch schon ganz ordentlich hier. Er produziert halt auch Hydrogen, aber das ist ja kein Problem, denn, pass mal auf, wir machen hier Folgendes: Wir machen hier ganz, ganz viele permeable Membranen, sage ich schon, permeable Fliesen hin. Dann kann das alles nach oben ab. Alles. Und hier ist anscheinend ein bisschen kalt. Oh, schaut mal hier hinten. Oh, ja, da habe ich völlig vergessen. Hier wird es richtig kalt. Ja, ordentlich. Hier haben wir minus 30 Grad hier hinten, ne? Durch ein paar Gesteinsschichten durch. Und die Leute schlafen hier bei 11 Grad. Gut, kann man sich schön zudecken. Hier unten wiederum haben wir es warm. Vielleicht sollten wir hier einfach mal so einen Durchbruch schaffen. Ja, und dann haben wir die kalte und die warme Luft gleichzeitig. Und vielleicht haben wir dann gleichzeitig hier 20 Grad. Das wäre doch super, oder? So, wie sieht's aus? Ah, ja. Top. Schaut mal, dort steht der Kohlegenerator. Sehr schön. Den bauen wir aber mal nach hier unten, ne? Ich würde sagen, diese Etage reicht. Noch weiter nach unten, dann sind die Wege zu lang, um Kohle nachzuliefern. Ja, stellen wir den mal hier rein. Und dann gibt es erstmal noch ein Kabel. Zong. Einmal da hoch. Das heißt, das hier muss auch dann eine normale Fliese hinterher werden. Aber wir müssen nämlich ganz dringend was machen. Das Hydrogen lagert sich hier oben überall ab. Das nimmt Überhand. Theoretisch, was könnten wir als nächstes forschen? Den Hydrogen Generator. Der Hydrogen in Energie umwandelt. Zack, direkt genommen. Die Forschung machen wir. Machen wir direkt. Den können wir nämlich dann nach hier hinsetzen oder vielleicht später dann nach hier oben hin umbauen. Und wir haben das ganze Hydrogen in Energie umgewandelt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich weiß nur nicht, was dabei rauskommt. Ah, ist schon wieder mitten in der Nacht und wir haben null Energie. Ja, wir müssen den hier unten auch mal wieder priorisieren, alles. Da zum Schluss irgendwie keiner mehr gelaufen. Das ist jetzt halt arg. Naja, bescheiden, wenn ich das mal so sagen darf. Das eigene Terrarium arbeitet zum Glück ja trotzdem weiter. Das ist der Riesenvorteil. Aber alles andere. Wir haben ein bisschen zu wenig produziert, logischerweise. So, und wir haben Leute, die unter Stress stehen. Ja, dann. Ihr habt die auf. Ihr seht, das ist hohe Priorität. Alle, die über 60% sind, sprich Marie, dürften sich jetzt massieren lassen. Aber sie rennt lieber noch ein bisschen. Für den Strom. Ist auch gut. Ist auch wichtig. Hat auch eine höhere Priorität. Ja, wir können das ja aber auch mittlerweile auf 75% stellen. Und dass sie vielleicht
Naja, sie ist jetzt halt gestresst, mehr als das ihr da hinstellen kann ich aber auch nicht. Wobei, gleich kann sie ja aufhören. Und schaut mal, wir können das eigentlich so machen, dass der hier anfängt, wenn die Batterien zu 50% gefüllt sind. Oder wir machen hier auch einfach, sagen wir mal, so 70%. Ja, wobei 50% reichen eigentlich. 50% reichen. Na, hier 50. Und ein Rad bleibt auch auf 50. Dann kann sie sich jetzt gleich massieren lassen. Wir bauen hier oben die andere Batterie. Und hier oben einmal die ganzen Fliesen. Und vielleicht kriegen wir ja die Forschung noch durch in dieser Folge. Wobei, nein, wir haben schon 21 Minuten. So, die Batterie hier oben. Jetzt haben wir natürlich so unendlich viel Batterien. Was sagt denn unsere Kohle? Ja gut. Die verbrennt jetzt natürlich einiges an Kohle. Aber eigentlich können wir jetzt einen von diesen Laufrädern abmontieren. Oder? Also zumindest eine Priorität ganz runtersetzen. Das wären dann diese hier. Danke. Oder? Nee, das war schon richtig. Sache wäre dann nur, bitte geh dich endlich mal massieren lassen. Das steht doch auf 60%. Also, sie macht's aber nicht. Doof. Aber nicht mehr mein Problem. Sie dürfte, wenn sie es nicht tut, ist nicht. Krieg ich auch nichts für. So sieht es eigentlich aus mit den Batterien. Die müssen doch eigentlich mittlerweile mal voll sein, oder nicht? Also sie rennt und rennt und rennt und rennt. Das ist doch mehr als 75%, liebe Leute. Vor allem, sie rennt auch noch in dem. Ja. Ja, meine. Kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Sie hat den Stress. Sie geht nicht sich massieren. Dann. Ja, was soll ich noch tun, ne? Wir können hier mal irgendwo noch eine Lampe hinstellen. Die reduziert nämlich Stress. Schaut mal. Ja, wir stellen da mal eine Lampe hin. An die ganzen Deko-Sachen haben wir uns eh noch gar nicht dann getraut. Also ich mich noch nicht. Und er hier unten arbeitet und arbeitet. Irgendwie verstehe ich da, glaube ich, was falsch mit diesem Recharge Threshold. Sie werden daran arbeiten, sie werden das nehmen, wenn es unter 50% fällt in diesem Fall. Das heißt aber, der arbeitet die ganze Zeit durch. Sie werden den jetzt nur wieder auffüllen, sobald die Batterien unter 50% sind, ne? Dann nehmen wir mal lieber 75. Ja, Marie, wenn du so gestresst bist, dann geh dich hier massieren. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du musst ja nicht weiterarbeiten. Okay, hier hinten ist was begraben. Das müssen wir mal eben. Ja, gut.
Ein Terrarium bleibt trotzdem auch auf Priorität 9. Das hat sich nichts daran geändert eigentlich. So, Forschung. Na, die Hälfte. Egal, ich mache noch 5 Minuten. Ich mache daraus eine 30-Minuten-Folge jetzt. Ja, weil es jetzt erstmal die letzte ist. Bonus, ne? Bonus, sozusagen. Wie mein alter Mathelehrer gesagt hätte. Bonus. Dann vielleicht kriegen wir das noch hin, dass wir das ganze Hydrogen. Schaut euch das mal an, hier oben ist nur. Nur Hydrogen. Entschuldigung, nur Hydrogen. Wenn wir das alles verarbeiten können für Energie, ne? Oh, das wäre so schön. Das wäre einfach so schön. Oh. Das sollte übrigens dann nicht so sein. Können wir noch eine Gaspalette hinmachen, sozusagen. Hoppala. Können wir hier auch noch. So. Und dass ihr Stress immer weiter steigt. Dieser Meep, der hat jetzt mal gerade 55. Und hat sich da hingelegt. Marie hat einen Stress von 78, aber geht sich nicht massieren. Was soll das denn? Oder hat das was hiermit zu tun? Vielleicht hat das was damit zu tun. Das war ja Massage. Habe ich ja ausgestellt. Pass mal auf, Hassan. Hau mal ab. Entschuldigung, aber... Marie, geh mal hin. Ja, jetzt lässt sie sich massieren. So, das ist ja für mich eigentlich kein Job. Also, ein Job wäre jetzt für mich, wenn sie jetzt jemanden massiert, theoretisch, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Das wäre jetzt für mich, unter Jobs. Gut, vielleicht wird auf Deutsch vielleicht werden es dann Aufgaben. Dann müsst ihr aber auch stehen, sich massieren lassen und sie nicht irgendwie nur massieren. Aber okay. Dann macht das Ganze Sinn. Steht jetzt wahrscheinlich schon in den Kommentaren. Folge bis zu Ende gucken, dann merkt ihr, dass ich es noch gemerkt habe. Vielleicht ein schöner Satz. Dann merkt ihr, dass ich es noch gemerkt habe. Toll. Ja, die ist bald fertig hier, die Forschung. Wunderbar. Jawohl. Research complete. Und... Nach hier oder nach hier? Theoretisch würde es ja noch weiter höher steigen. Passt mal auf, wir machen das mal so. Jetzt kommt natürlich der absolute Clou. Ja, wir machen das Ganze mal so. Und bauen den dann nach hier oben hin. Bauen wir aber die Leiter höher. Ich mache jetzt einfach alles Priorität 9. Und die Leiter höher. Wenn wir den so auf diese Höhe setzen, ja, ne? So, das heißt dann, komm nach hier in den Boden. Der natürlich zu großen Teilen wieder aus Fliesen besteht. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann bauen wir hier oben drauf den Generator. Prio 9. Haut rein, Leute. So, wie weit sind die? Oh, die können bald geerntet werden. Das heißt, wir haben es hier auf jeden Fall wunderbar geschafft, dass diese Pflanzen hier zu kultivieren. So, Hydrogen Generator. Zack. Und dann gibt's ein Kabel. Plock. Das übrigens auch die Priorität 9 hat, sonst bringt uns das ganze Gerät nämlich nichts. 3, 2, so. Ich hoffe, dass wir das immer noch hinkriegen können. Wir könnten natürlich auch
das ganze Hydrogen von hier nach da oben hinpumpen lassen. Wunderbare Idee, oder nicht? Aber egal. Die wunderbaren Nächte. Und das hier werden wir jetzt mal ein bisschen weniger priorisieren. Schließlich haben wir 100 Kilo an Essen hier gelagert. So. Hier da oben bauen schön. Algen haben wir bald nicht mehr. Was macht denn Kohle? Kohle haben wir noch ein bisschen. Da können wir ernten. Da liegt Mealwood. Haben wir denn noch mal irgendwo Algen? Ja, hier. Können wir die noch abgrabbeln? Nee, ne? Nee. Ja, doof. Da. Da. Oder mal Chlorin. Oh, Chlorine. Chlorine oder Chlorin. Ah, das ist doch scheiße. Schade. Aber egal, das heißt, wir müssen den hier auch bald umbauen. No Gas Intake. Ach, der muss sogar Gas reingepumpt bekommen, ne? Wo ist denn Plumbing? Da ist Plumbing. Jo, der muss sogar Gas gepumpt bekommen. So, machen wir das Ganze nämlich einfach mal eben so. Flup. Und außerdem, das und das muss deconstructed werden. Stopp. Zurück. Buildings. Die beiden. Und er hier auch. Da muss jeweils ein Deoxidizer hin. Ein Electrolyzer, Entschuldigung. Einer nach dort und einer nach hier unten. So, hier oben brauchen wir auch noch Strom. Ratatatatzong. Und hier unten kann der nächste Electrolyzer hin. Wunderbar. Der braucht wiederum Wasser, Liquid Pipe. Wie machen wir das denn? Brauche ich auf jeden Fall mehrere Bridges. So. Und dann so. Und von hier aus gehen wir nochmal ab. Hier rüber. Boah, ich hoffe mal, dass das alles jetzt funktioniert. Hauptsache, er hier oben macht schon mal Energie. Das ist jetzt übrigens Hydrogen. So sieht das aus. Können jetzt natürlich gucken. Von irgendwo sehen, was hier durchfließt. Ah, da. Hydrogen, Hydrogen, Hydrogen. Es müsste eigentlich immer wieder was nachkommen. Von daher sollte das Ganze ja eigentlich gar kein Problem sein. Wir müssen nur dann auch hier nochmal einen kleinen Durchlass bauen. Bauen wir es einfach einmal hier oben durch. Damit nämlich das ganze Hydrogen praktisch hier oben durch kann. So.
weiß gar nicht, kann das hier durchnehmen, ne? Müssen wir hier mal so eine luftdurchlässiges Dingens da bauen. Hier am besten auch. In der Hoffnung, dass das dann irgendwie funktioniert. Eieieiei. Naja gut, dass alles noch funktioniert, werden wir jetzt eh nicht mehr sehen, aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick, einen guten Einblick über dieses Spiel geben. Meiner Meinung nach, ich gebe einfach mal ein kleines Fazit am Ende dieses Kurz-Let's Plays. Meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht kommen noch andere Gebäude, ja, andere Bauten mit dazu. Ansonsten, es ist am Anfang nicht ganz einfach, man muss sehr viel beachten. Und es ist doch durchaus komplex und man kann einige Spielstunden da drin, ja, ich hätte beinahe gesagt, jetzt verschwenden. Ist ja keine Verschwendung. Man kann aber einige Spielstunden hiermit verbringen, alles zu optimieren. Und ich meine, wir haben mal gerade 8 Leute nach 23 Zyklen, nach 3 Stunden Spielzeit. Wenn man 100 Zyklen überlebt, kann man es jetzt mal eben ausrechnen, ne, wie lange das wohl ungefähr dauern mag. Also Spielzeit ist durchaus wunderbar, meiner Meinung nach auch einen hohen Wiederspielwert. Vor allem, wenn man bei den ersten Malen immer wieder merkt, okay, das klappt nicht, ich habe keine Algen mehr, ich komme nicht an Kupfer dran, ich habe nicht mehr genug zu essen, meine Leute verhungern, meine Leute erfrieren, bla bla bla, ne? Gibt's da einiges. Ich habe es auch schon gehabt, dass meine Leute ertrunken sind, weil ich eine Leiter gebaut habe, sie aber einfach reingefallen sind ins Wasser und die Leiter nicht zu Ende bauen konnten und deshalb einfach ertrunken sind. Ja, ne? Kann durchaus also auch passieren. Und bis man jetzt mal so wie jetzt haben wir, glaube ich, eine wirklich gute Sauerstoffproduktion, die nicht unterbrochen wird. Wir brauchen gar kein Laufrad mehr. Wir haben hier unten den Kohlegenerator, der mit Kohle läuft. Wir haben hier oben den, der über Hydrogen Energie erzeugt. Und wisst ihr was, wir suchen uns noch einen letzten Duplikanten aus. Dann nehme ich mal Ape und dann verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zusehen. Schaut einfach mal bei irgendeinem der anderen Projekte vorbei und dann sehen wir uns bei irgendeinem anderen Video. Bis dann, euer Nordon. Over and out.